Der Titel meines Vortrags lautet Das erste Buch Mose als Krimi oder wie uns Filme beim Verständnis der Bibel helfen. Ich sage Ihnen zunächst, was ich in meinem Vortrag nicht tun werde. In der Bibelwissenschaft spielt die Suche nach den Quellen eines Textes, die Quellenkritik, eine so große Rolle, dass darüber die inneren Zusammenhänge oft verloren gehen. Mich erinnert dies an den Schweizer Künstler Ursus Werli und dessen Projekt Kunst aufräumen. Ich werde das erste Buch Mose jetzt also nicht in Jahwist, Elohist und Priesterschrift zerlegen, sondern ich werde den Fäden nachspüren, die das Ganze zusammenhalten. Und dafür bietet sich besonders das Motiv des Brudermordes an. Ich vergleiche die Erzählung von Kain und Abel mit Josef und seinen Brüdern. Ich gehe dabei kriminologisch vor und betrachte ein unscheinbares Detail. Zwei Filmbeispiele helfen dabei, die Funktion variierter Wiederholungen zu verstehen. Zunächst eine methodische Vorüberlegung zum Umgang mit Lücken im Verständnis eines Textes. Die antiken biblischen Texte sind oft extrem schwer zu verstehen. So heißt es am Beginn des ersten Buchs Mose, dass Adam 130 Jahre alt war, als sein Sohn Seth geboren wurde. Damit können wir nichts anfangen. Gerade der Beginn der Bibel ist voller solch unverständlicher Details und es fragt sich, ob es einen Weg gibt, diese Lücken zu schließen. Vergleichen wir den Bibeltext mit einem gemusterten Teppich, dann ist die Verständnislücke wie ein hässlicher schwarzer Fleck. Was würden wir tun, um die Lücke zu schließen? Ganz einfach, wir betrachten das Muster des Teppichs und ergänzen danach die fehlende Stelle. Damit die Rekonstruktion gelingt, müssen wir den Teppich als Ganzen betrachten und die Wiederholungen in seinem Muster. Nur wir haben es mit Literatur zu tun. Im Unterschied zu diesem Teppich werden in der Literatur die Motive nicht exakt wiederholt und das erschwert unsere Aufgabe erheblich, denn die Motive werden variiert. Zu solchen variierten Wiederholungen schauen wir uns jetzt zwei Filmbeispiele an. Wie in der Literatur werden in Filmen am Beginn die späteren Ereignisse schon vorbereitet. Vielleicht kennen Sie den Film Wall-E. Wall-E kümmert sich auf der Erde um den zurückgelassenen Müll, während die Menschheit die Erde in großen Raumschiffen verlassen hat. Zunächst wird uns vorgeführt, wie Wall-E mit einem Feuerlöscher zu tun hat. Okay, damit kann er offensichtlich nicht viel anfangen. Jetzt spulen wir mal in dem Film 40, 50 Minuten vor. Da muss sich Wall-E frei im Weltraum bewegen. Okay. Also die spätere Szene wird zu Beginn des Films vorbereitet, indem man Wall-E im Müll einen Feuerlöscher finden lässt. Dadurch wird die Handlung für die Zuschauer glaubwürdiger. In der Filmsprache nennt man die erste Szene auch das Setup und die zweite Szene das Take-Home. Zweites Filmbeispiel. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Film Schreck 2. Das ist die Geschichte eines Unholds, der eine Prinzessin heiratet. Der König will die Ehe verhindern und jemanden beauftragen, Schreck unschädlich zu machen. Dazu verkleidet sich der König, um nicht erkannt zu werden, und geht in ein Wirtshaus. Jetzt fällt das Batteriefach ab. Okay. Kennen wir uns? Nein, Sie müssen mich mit jemandem verwechseln, glaube ich. Okay, der König wird von einem Frosch wiedererkannt, was eigenartig wirkt. Jetzt schauen wir mal das Ende des Films. Schreck, Fiona, nehmt ihr die Entschuldigung eines alten Frosches an und meinen Segen.
Es tut mir leid, Lillian. Ich wünschte, ich könnte der Mann sein, den du verdienst. Dieser Mann bist du heute mehr, als du es jemals warst. Mit deinen Filmen. So, okay. Also erst wenn wir den Film zum zweiten Mal sehen, verstehen wir den doppelten Boden der kurzen Szene im Wirtshaus, wo ein Frosch den König aus seinem früheren Leben wiedererkennt. Ich könnte noch viele weitere Filmbeispiele nennen, vielleicht fallen Ihnen auch selbst noch welche ein, doch ich muss ja schnell zur Bibel zurückkommen. Also zurück zu Kain und Abel. Nachdem Abel erschlagen ist, erhalten Eva und Adam ein neues Kind namens Seth. Eva sagt bei der Geburt ausdrücklich, dass Seth den erschlagenen Abel ersetzt. Außerdem erfahren wir, dass Adam zu diesem Zeitpunkt 130 Jahre alt ist. Schauen wir uns nun am Ende des ersten Buchs Mose die Erzählung von Josef und seinen Brüdern an. Im Unterschied zu Abel wird Josef von seinen Brüdern nicht erschlagen, sondern in eine Grube geworfen. Ihrem Vater Jakob erzählen die Brüder, Josef sei von einem wilden Tier zerrissen worden. So muss Jakob glauben, dass Josef tot sei. Viele Jahre später stellt sich heraus, dass Josef nicht gestorben ist, sondern in Ägypten zu höchsten Ehren gekommen ist. Als Jakob nach Ägypten zieht, wird er dort auch von Pharao empfangen. Und Pharao fragt Jakob nach seinem Alter. Jakob antwortet 130 Jahre. Isoliert betrachtet ist diese zweite 130 ebenso nichtssagend wie die erste. Aber verbindet man sie, so beginnt der Text zu sprechen. Als Adam, der Vater der Menschheit, 130 Jahre alt ist, erhält er mit Seth einen Ersatz für den getöteten Abel. Als Jakob, der Vater des Volkes Israel, also einer Menschheit im Kleinen, 130 Jahre alt ist, erhält er den totgeglaubten Josef zurück. Seth ersetzt Abel, aber Josef ersetzt Josef. Das ist der große Rahmen um das erste Buch Mose. Am Beginn steht die Katastrophe des Brudermordes. Das Happy End bildet die Erzählung eines verhinderten Brudermordes, der zur Rettung des gesamten Volkes führt. Mit den 130 Jahren haben wir nur ein kleines Detail betrachtet. Die biblische Urgeschichte enthält aber noch mehr solcher Details. Sie enthält eine Reihe von Setups auf engstem Raum, deren Take-Homes über die folgenden Bücher verteilt sind. Wie am Beginn eines Films werden die Motive nur kurz angedeutet, die später ausgeführt werden. Man würde nicht auf die Idee kommen, die kurzen Bilder am Beginn richtig deuten zu können, ehe man den ganzen Film gesehen hat. Lassen Sie mich zum Schluss nochmals auf Ursus Verli zurückkommen. Wenn man den Bibeltext nicht zerstückelt, sondern die Struktur des gesamten Werkes betrachtet, dann beginnen auch kleine, für sich genommen unverständliche Details zu sprechen und erfüllen den Text mit Leben. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.